Das muss runter zu laufen, denn wenn ich es richtig gemacht habe, ich hoffe, du kommst mir heute Abend gesund nach Hause. Dein Ski ist noch ein bisschen nachvollziehen. Nee, bevor meine Bank. Ja, du bist. Also, zieht das nennt man Lächeln. Und dann, wenn der Fischer. Cosimo! Besser geht's nicht. Kaiserwetter am Fichtelberg, stollblauer Himmel, wunderbarer Schnee, bessere Bedingungen zum Nostalgie-Skirennen kann man sich nicht wünschen. Also entstanden ist es so, wir haben mal vor 8 Jahren gesagt, wir werden jetzt, die Skischule gibt es 80 Jahre, die Schwebebahn seinerzeit 90 Jahre, wir machen mal ein Nostalgie-Skirennen. Wir knüpfen quasi an unsere Ursprünge an, haben 2015 dann das erste Oberwiesenthaler Nostalgie-Skirennen gestartet. Und seither eigentlich mit der kurzen Unterbrechung im letzten und vorletzten Jahr jedes Jahr ein Nostalgie-Skirennen durchgeführt mit immer mehr Teilnehmern und was besonders stark ist, mit immer besseren Ausrüstungen. Also die kommen Zuschauer in diesen alten Klamotten, also jeder genießt irgendwo den Tag und es freut uns einfach. Es kommen Sportfreunde aus Nossen, das ist ja nun wirklich nicht gerade um die Ecke, es kommen Sportfreunde von jenseits der Grenze. Sprich aus Bozidar und Jachimov. Es kommen Freunde aus Chemnitz, aus dem Osterzgebirge, habe ich gerade gehört, sind auch welche mit dabei. Also ganz schön breit gefächertes Publikum. Wir hatten sogar schon vor Jahren mal einen Berliner dabei, wo der allerdings abgeblieben ist. Ob irgendwo im Fichtelbergwald oder so, das kann ich dir nicht sagen. Der ist nicht mal wiedergekommen, aber es war mal ein Berliner mit am Start.